Let's play Rise of the Tomb Raider Level 3 Sibirien. Und los Schutz geht's. suchen. Wie gesagt, muss Lara erstmal Schutz suchen. Das dürfte jetzt eigentlich bekannt sein, fast schon vom letzten Spiel her. Frau gegen Wildnis sozusagen. Und ich zeige jetzt hier wie immer nur den prinzipiellen Weg. Muss mich Also bewegen. was man mindestens alles machen muss. Du kannst da gerne später nochmal alles absuchen. Aber du Komm musst schon, sowieso du schaffst es. Mach nochmal schon. zurückkommen, wenn du dann Seilpfeile hast und sowas. Also du kannst ja sowieso noch nicht alles holen. Also erstmal geht's ja weiter. Mein altes Camp. Jetzt Feuer machen. Feuer machen, gute Idee. Und da schauen wir mal mit dem Überlebensinstinkt nach. Also wir müssen da zwei Äste abbrechen. Das könnte gehen. Und noch einen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Und auch noch was zu essen. Trocken genug zum Brennen. Sieht zwar Hoffe ich. nicht besonders appetitlich aus, aber naja, gut. Noch frisch. Kein Fleisch, oder? Vielleicht ist. Und da kommt auch schon Besuch. Zurück Jetzt zum gehen wir Camp. zurück zum Lager. Los, verdammt. Das dauert jetzt ein bisschen, weil Gegenwind und so Scherze. Aber wir haben es geschafft. Immerhin. Video. Sparen wir uns. Hier nochmal schöne Aussicht. Und jetzt macht sich Lara schön kuschelig. Dann Ich brauche einen stärkeren Bogen. kommen wir auch gleich hier ins Inventarsystem. Da kann man jetzt schon mal den Ja, Bogen dieser schmerzlose Griff aufrüsten. erhält. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist Und etwas hier. Es wir haben muss auch eine sein. Sonst wäre Fähigkeit. Trinity nicht in dieser Da Schneehöhle. können wir jetzt zum Beispiel hier Ich hoffe, die, Anton hat der mich gefunden. eifrige Lehr Bis er hier weggekommen ist. Lerner, eifrige irgendwas, Ich konnte eifrige nicht riskieren, ihn bei Lerner mir zu haben. Ich nehmen. dachte mir, Das der gibt mehr Schmerz ist zu Punkte. groß. Er wäre nicht zu. Gut, dann sind wir da schon wieder fertig. Und jetzt gehen wir, wie gesagt, nur den prinzipiellen Weg. Den sieht man, wenn wir den Überlebensinstinkt. Wir können auch hier nochmal ein paar Zweige pflücken. Und wir müssen aber eigentlich jetzt nur erstmal diesen Zwerghamster finden. Und da laufen wir jetzt da zu diesem Baum, wo es da so leuchtet. Genau. Diese Ruinen hier. Da müssen wir immer Ruhig. hin, wo der helle Lichtstrahl ist. Trinity, Sie sind hier. Und wir können auf den Baum klettern und dann rüberspringen. Peng, da ist Tiefschnee. Man sollte da auf dem Weg bleiben, da geht's schneller. Oh Scheiße. Was war denn das? Und jetzt kommt gleich unser Zwerghamster. Achtung! Und da müssen wir jetzt gleich B drücken, also ausweichen, beziehungsweise die entsprechende Taste am PC. Und jetzt schnell weglaufen. Und zwar auf dem dunklen Weg bleiben. Hier springen auf dem Ding da. Am Weg bleiben und spurten eventuell noch. Auf dem Baum bleiben, springen. Und nochmal spurten. Und schon sind wir erstmal halbwegs sicher. Und jetzt müssen wir dem hier mit Nahkampf paar auf den Pelz brennen. Dauert ein bisschen. Und Achtung, jetzt müssen wir gleich nochmal ausweichen, wenn der kommt. Gleich ausweichen und dann nochmal Nahkampf drücken. Auf dem PC ist es die Taste F für Fight. Und kurze Pause. Ja, Video können wir uns sparen. Lara ist jetzt etwas angeschlagen. Man sieht es hier an den Blutflecken am Bildschirm. Und wir müssen jetzt hier wieder ein bisschen Zeug sammeln. Diese Blätter sollten die Blutung stellen.
für einen Verband. Noch so ein Ding. Und noch eins. Wie gesagt, es würde mit dem Überlebensinstinkt leuchten. So, jetzt haben wir alles. Jetzt müssen wir heilen. Linke Schultertaste gedrückt halten am Gamepad. Wie gesagt, eine Zeit lang halten. Ist an den Bären vorbei. Wir müssen am Bären vorbei. Aber erstmal zurück wieder. Und hier rauf. Und wir brauchen noch ein paar Pilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Gut, wir müssen aber jetzt erstmal wieder zurück in den Wald. Hier können wir noch so Bergungsgut sammeln, wenn es schon mal da liegt am Weg, dann an dem Seil runterrutschen. Und wir sehen jetzt hier sowas blinken. Das ist ein Überlebensversteck. Also manchmal sieht man die blinken. Dann kann man die ausgraben. Da ist Zeug drin. Und jetzt müssen wir nochmal dahin, weil da liegen noch ein paar Pilze. Und jetzt müssen wir noch eine Kiste, glaube ich, die Kiste hier holen. Ja, genau. Noch so eine Kiste. Und jetzt müssen wir wieder, jetzt haben wir alles, jetzt müssen wir zum Lager zurück. Da leuchtet, wir nehmen noch ein paar Zweige mit. Da leuchtet es dann. Also immer, wo wir hin müssen, da ist der helle, große Lichtstrahl. Genau, da müssen wir jetzt hin. Nehmen wir noch ein paar Pilzlein für die Suppe. Und ins Lager marschiert. Hier drücken, X drücken. Und jetzt im Inventar Giftpfeile herstellen. Da habe ich jetzt erstmal falsch. Hier geräuschlose Pfeile, die brauchen wir nicht. Wir müssen auf die Giftpfeile rüber. Na, komm. Genau, hier Giftpfeile. So, haben wir. Jetzt wieder zurück. Fähigkeit haben wir auch schon wieder eine. Können wir noch irgendwas nehmen? Schnelle Herstellung oder so. Ja, und jetzt kommt wieder ein Video. So kalt, so müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Noch ein Video. So, und jetzt sitzt Lara am Baum und wir müssen erstmal diesen Typen hier mit Nahkampf beseitigen. Genau, sie springt da schön runter und jetzt nochmal Nahkampf drücken. Peng. Den jetzt plündern, also Wandlungstaste drücken und hier jetzt im Busch verstecken. Auf den nächsten warten. Warten, warten. Und jetzt wieder Y drücken und hier muss man jetzt X drücken, also Handlungstaste, weil die erwürgt den jetzt hier. Oh. Schlimmes Spiel hier. Pfeile können wir noch nehmen. So, jetzt pirschen wir uns an den nächsten ran. Das ist jetzt hier die beste Reihenfolge so ziemlich. Also wir pirschen uns hier in den Busch rein. Weil dann können wir gleich den nächsten lautlos erlegen, weil wir wollen ja die anderen nicht aufscheuchen. So, hier kommt jetzt wieder Y. Also Nahkampf. Und nochmal mit Handlungstaste ab, ja, würgeln, plündern. Da haben wir gleich drei geplündert, ist eine Herausforderung. Und jetzt, am besten gehen wir jetzt hier, springen wir hier den Baum rauf und pirschen uns da in den Busch rein. Weil da können wir dann den dritten abservieren. Oder vierten besser gesagt. Hier mit Y wieder. Nochmal Y, Nahkampf. So, jetzt haben wir schon mal einige weg. Jetzt gehen wir da wieder rauf. Da sind wir nämlich gut gesichert. Und sehen wir hier zwei mit Überlebensinstinkt. Die leuchten rot, das heißt, die alarmieren sich gegenseitig. Also müssen wir die jetzt möglichst schnell beseitigen. Am besten den ersten gleich mit Kopfschuss. So, Kopfschuss. Peng. So, und jetzt müssen wir den hier noch relativ zügig schauen, dass wir den erwischen. Ja.
Und, fast. Naja, gut. Hoppla. Jetzt, und da kommt noch einer, den müssen wir natürlich auch. So, und jetzt haben wir erstmal Ruhe. Da rechts oben stehen noch zwei. Die sind aber noch nicht alarmiert. Also die können wir da auch stehen lassen. Wenn wir da hinten, da latschen zwei rum. Die können wir da auch latschen lassen. Genau, da latschen noch zwei. Genau, die lassen wir da mal ruhig in der Gegend rumlatschen. Wir müssen jetzt wieder zum Hamster. Also wieder auf den Baum rauf. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Hamster beseitigen. Dann haben wir, und zwar am besten mit Giftpfeilen. Also wir haben maximal zwei davon im Gepäck. Also rein in die Hülle. Und dem sollten wir jetzt erstmal einen Giftpfeil verpassen und noch ein paar hinterher. Und wenn der jetzt nicht gleich, wenn man den nicht gleich schafft, dann rennen wir wieder raus. So, gut. Einen Giftpfeil. Hoppla. Noch einen hinterher. Und jetzt, wenn der nicht gleich weg ist hier, gehen wir schnell wieder raus. Und zwar rechts, da wo wir hergekommen sind. Der geht nämlich, so weit geht der nämlich nicht. Also da gehen wir dann mal hin wieder. Siehst du, der kommt uns hinterher. Aber nicht so weit. Da bleibt er stehen. Jetzt können wir ihm nochmal einen hinterher schicken. Na, hoppla. Doch noch, ja. Und jetzt gehen wir nochmal rein. Weil der ist ja schon ein bisschen angeschlagen. Also so kann man den ganz einfach abservieren. Da ist keine Kunst dabei. So, und jetzt kriegt er noch einen Giftpfeil. Peng. Und das war's dann. Ja, und damit sind wir hier schon fertig. Jetzt können wir hier noch ein paar Sachen einsammeln, wenn wir wollen. Hier die Kiste aufmachen. Da muss man X sehr schnell hintereinander drücken, bis diese Axt da gefüllt ist. Da ein bisschen. Okay, und dann haben wir hier so ein Teil für die Pistole. Und ja, und dann können wir nochmal schauen, was da noch rumliegt. Ich habe aus dem Blutbad im und hier das Fell über die Ohren ziehen. Ja, das war's dann hier. Eigentlich nichts dabei. Wenn man jetzt so diese Reihenfolge einhält, ist das keine große Kunst. Jetzt hier die Wand aufhauen und dann sind wir schon wieder weg. Man kann da hinten noch das Ding nehmen. Oder hier noch was nehmen. Und die Wand einhauen. Und fertig. Keine große Kunst. So, jetzt sind wir schon im nächsten Level. Gletscher, Dings da. So, nochmal Lara anschauen. Guck, guck. Ah, jo. So,